Die oben eine sechsspurige Mautautobahn und unten Spuren für den lokalen Verkehr enthält. Die beiden Red Brick Warehouses, also Ziegelsteinwarenhäuser, haben eine bewegte Vergangenheit. 1905 beendete die damalige Stadtregierung Yokohamas ein Landgewinnungsprojekt und auf dem neu geschaffenen Land wurden dann 1911 und 1913 diese beiden Warenhäuser errichtet. Aufgrund ihrer besonderen Bauweise mit verstärkenden Eisenstäben überstanden sie das große Kanto-Erdbeben 1923, wenngleich stark beschädigt. Sie waren aber reparabel und fungierten als 1930. Bedingt. Ab 1930 fungierten sie wieder als Warenumschlagsplatz. Zwischen 1945 und 1956 nutzten dann die amerikanischen Besatzer die Gebäude und nach ihrer Rückgabe sank die Nützlichkeit und das ist alles viel zu lang. Tja, warum habe ich da eigentlich so wenig von diesen Warenhäusern? Naja, okay, dann kürzen wir mal. Gut, zweiter Versuch. Berühmt sind diese beiden Red Brick Warehouses, also Ziegelsteinwarenhäuser. 1911 und 1913 wurden sie auf neu geschaffenem Land errichtet und überstanden auf ihrer Berühmt sind die beiden Red Brick Warehouses, also Ziegelsteinwarenhäuser. 1911 und 1913 wurden sie auf neu geschaffenem Land errichtet und überstanden aufgrund ihrer Bauweise, nämlich durch Eisenstäbe verstärkt, das große Kanto-Erdbeben von 1923, wenngleich stark beschädigt. Ab 1930 fungierten sie wieder als Warenumschlagsplatz, dienten zwischen 1945 und 1956 den amerikanischen Besatzern und wurden danach immer unwichtiger, da Waren immer mehr in Containern bewegt und zwischengelagert wurden. Seit Anfang der Nullerjahre sind die Red Brick Warehouses als Einkaufszentrum, Fressmeile und Eventschauplatz in Betrieb. Ja, da komme ich aber nicht genug runter.
Um da noch was Sinnvolles zu sagen. Also da fehlt mir einfach ein bisschen Bild. Und zwar etwa 10 Sekunden, dann hole ich mir den einfach aus dem Rohmaterial. Ich habe da mal eine Einstellung, die der René noch nicht genutzt hat. Gucken wir mal. Wo sind sie denn hier? Typ. Genau hier sind sie. Okay. Das hat er genutzt, das vielleicht auch, das hat er später, das auch, das hat er, das hat er, das habe ich, das haben wir noch nicht, dann nehmen wir das noch. Ein paar Sekunden. So. Und zwar, ja, nehmen wir das noch hier rein. Ja. Anfang der Nullerjahre sind die Red Brick Warehouses als Einkaufszentrum, Fressmeile und Weltraumkapsel in Betrieb. Ja, mit Glocke am Ende, ist doch super. Wunderbar. Dann machen wir das und begradigen es noch. Und dann haben wir es, diese Stelle. Okay, also erstmal begradigen. Tum. Ja, ist immer schwer bei so Perspektiven, die eigentlich frontal sind, aber wo man sich dann irgendeine Kante aussuchen muss, am besten den Schornstein in der Mitte. Ein bisschen reinzoomen, dass nichts fehlt. Genau, dann haben wir das. Und dann gehen wir nochmal mit dem Stabilisator drüber, weil es doch ein bisschen verwackelt ist von mir aus schon. Und dann hören wir es uns mal an. Lautstärke anpassen. IKEA enthält. Berühmt sind die beiden Red Brick Warehouses, also Ziegelsteinwarenhäuser. 1911. Lufthole raus. 1911 und 1913 wurden sie auf neu geschaffenem Land errichtet und überstanden aufgrund ihrer Bauweise, nämlich durch Eisenstäbe verstärkt, das große Kanto-Erdbeben von 1923, wenngleich stark beschädigt. Ab 1930 fungierten sie wieder als Warenumschlagsplatz, dienten zwischen 1945 und 1956 den amerikanischen Besatzern und wurden danach immer unwichtiger, da Waren immer mehr in Containern bewegt und zwischengelagert wurden. Seit Anfang der Nullerjahre sind die Red Brick Warehouses als Einkaufszentrum, Fressmeile und Eventschauplatz in Betrieb. Sehr schön, gefällt mir. Nur noch das Stabilisieren abwarten und prüfen. Wie sieht's denn da aus? Jetzt, dann gucken wir mal, was er gemacht hat. In Nullerjahre sind die Red Brick Warehouses als Einkaufszentrum, Fressmeile und Eventschauplatz in Gibt's Betrieb. halt so nach rechts, das gefällt mir gar nicht. Jahre sind die Red Brick Warehouses als ein. Was soll denn das? Können wir entweder hier ihn machen lassen, mehr reinzoomen, aber da geht nicht mehr viel. Dann muss ich, und da geht mir auch zu viel Bild verloren, dann muss ich da von Hand nachsteuern. Jahre sind die Red Brick Warehouses. Jahre sind die Red Brick Warehouses als Also hier fängt es an zu kippen. Jahre sind die Red. Da mache ich jetzt an der Stelle einen Keyframe. Brick Warehouses als Hier wieder. Einkaufszentrum, Hier wieder. Fressmeile Hier wieder. und Eventschauplatz in Betrieb. Glaube, hier bleibt. Ah, hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Okay. Jetzt gehe ich quasi von Hand dran an diese Keyframes. Und korrigiere da, Moment, das ist zu spät, da hat es vorher schon gekippt.
Also hier noch ein und zwischen dem und dem ersten fast mache ich jetzt von Hand quasi eine Korrektur. Aber nicht im Scale, bitteschön. Sondern an der Lage, dass quasi dieser Kamin immer gleich bleibt, soweit das irgendwie möglich ist. Und dann muss ich am Ende nochmal den Zoom-Faktor erhöhen. Und dann gleicht er das quasi zwischen den Keyframes automatisch aus. Ich muss aber halt immer wieder von Hand jetzt pro Keyframe nachkorrigieren und das dazwischen holt sich dann quasi das Programm aus einem Algorithmus. Jetzt bin ich hier mit der Maus zu ungenau. Dann mache ich es von Hand 271,4 Grad. Jawohl. Beim nächsten machen wir 271,5 zu viel, 271,3 zu wenig immer noch. Ja, 271,2. Beim nächsten 271,2 zu wenig, 271,5, 271,6 passt. Beim nächsten 271,7, 271,8 passt. Und dann haben wir es. Und jetzt ist halt in den Ecken, da ihr ja zuschaut, wie ich hoffe zumindest, in den Ecken ist halt jetzt zu viel gekippt. Da muss ich jetzt insgesamt das Bild weiter reinzoomen, dass das passt und dann nochmal genau angucken. Gehen wir jetzt mal auf 104% und hoffen, dass das dann so passt. Darum gucke ich es mir jetzt an. Jahre sind die Red Brick Warehouses als ein... Na, reicht noch nicht. Dann muss ich auf 105. Das ist aber dann auch so das Maximum, sonst verliere ich oben irgendwann den Kamin. So. Jahre sind die Red Brick Warehouses als Einkaufszentrum, Fressmeile und Eventschauplatz in Betrieb. So, ich habe jetzt nichts böse. Doch, jetzt hier am Ende ist noch ein bisschen böse. Am Ende wird es nochmal böse hier. Da korrigiert er nochmal zurück, aber fast zu stark. Das Dumme ist, dass meine Kameraführung sich ja auch bewegt. Und darum höre ich jetzt einfach schon hier auf, bevor das böse, böse Kippen wieder anfängt. So, aber jetzt wird es passen. Viel Aufwand für wenig Text, aber so ist das halt. Und dann müssen wir noch das hier rausmachen. So, und dann hören wir uns die Passage mal an. Immerhin halbe Minute. 1911 und 1913 wurden sie auf neu geschaffenem Land errichtet. Hier geht's los. Berühmt sind die beiden Red Brick Warehouses, also Ziegelsteinwarenhäuser. 1911 und 1913 wurden sie auf neu geschaffenem Land errichtet und überstanden aufgrund ihrer Bauweise, nämlich durch Eisenstäbe verstärkt, das große Kanto-Erdbeben von 1923, wenngleich stark beschädigt. Ab 1930 fungierten sie wieder als Warenumschlagsplatz, dienten zwischen 1945 und 1956 den amerikanischen Besatzern und wurden danach immer unwichtiger, da Waren immer mehr in Containern bewegt und zwischengelagert wurden. Seit Anfang der Nullerjahre sind die Red Brick Warehouses als Einkaufszentrum, Fressmeile und Eventschauplatz in Betrieb. So ein ganz kleiner Cutter-Trick, damit das nicht so unvermittelt dann umblendet, ziehen wir hier den Sound, also diese Glocken, noch ein bisschen ins nächste Bild. Das gibt dann einen schönen Übergang. So, das sieht dann oder hört sich so an. Eventschauplatz in Betrieb. Und dann haben wir das nächste Bild. Ja. Und da das alles auch meinem Training dient, mit der Kamera zurechtzukommen, hoffe ich, dass es sich jetzt neu verbindet. Genau, und ich die Aufnahme stoppen kann.